大家好，我的名字叫 Luke van Dyke， 欢迎观看我的 YouTube 频道。Das war heute auf Chinesisch und das heißt so viel wie herzlich willkommen auf meinem Kanal. In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich eine Heizungsanlage modernisiere bei einem der erfolgreichsten und renommiertesten Länderküchen Deutschlands, dem Parthenon. Die Anlage versorgt 10 Wohnungseinheiten und 2 Restaurants. Ich wünsche euch viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Der Heizungsanlage an einem Punkt angelangt, wo es darum geht, jeder Zentimeter zählt. Und zwar habe ich von der Versorgung, von der Heizungsanlage zu den einzelnen Abgängen von dem Haus und Restaurant, habe ich nur bestimmten Platz zur Verfügung. Ich bin
von der Höhe her gebunden. Jetzt muss ich genau wissen, wie ich die Anlage aufbauen kann, ohne dass ich sie zweimal baue. Und dazu muss ich mir ein paar Skizzen machen und Materialauszug machen, damit ich dann genau weiß, welche Länge wie viel aufträgt und was passiert dann, wenn ich alle Komponenten zusammengeschraubt habe, habe ich eine bestimmte Länge. So, und diese Länge muss ich jetzt an das Gebäude anpassen oder beziehungsweise an den Strang anpassen. Das geht nicht so einfach, wie man das vielleicht im Video sieht. Deswegen skizzieren, aufschreiben, messen, bauen. Aber zuerst richtigen leckeren Schluck Kaffee. Schmeckt ja super. Da ich komponentenweise arbeite, wiegt diese Komponente, die ich jetzt einsetzen werde, um die 30 Kilo und vielleicht ein bisschen mehr.
Die Heizungsanlage läuft. Ich habe dafür 13 Arbeitstage, 110 Meter Kabel, 25 Meter Rohr und über 600 einzelne Komponenten gebraucht, um das hier bauen zu können. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt. Mein Name ist Luke van Dijk. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.